Wir sind ja jetzt ungefähr hier vor dem Weg noch. Genau, aber guck mal, wo Volker das Kreuz gesetzt hat, ist er vor dem Weg. Da müssen wir da sein. Da müsste es irgendwo sein. Da Volker sein Kreuz sind wir quasi schon da eigentlich. Genau, der Weg, das ist doch der Weg hier gar nicht. Dieses Dunkle müsste der Hügel sein da. Ja genau, diese Kante da, ne? Das heißt, er müsste genau hier vorne vor dem Weg. Amazon-Fahren. Vorsichtig! Wir haben eine Amazon-Lieferung. Da bin ich Wasser. Ich will mich nicht waschen. Ah. 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 Wer das leer, kriegt noch eine zweite. Und das hier ist für heute Abend Zunder, oder? Alles, was man brauchen kann, wa? Alles, was wir brauchen, können wir nicht einstecken. Auf jeden Fall. Dritten Kontrollpunkt. Dort findet ihr Arzneimittel. So. Machen wir gleich mal in Ruhe, ja. Erstmal in Ruhe Bier genießen. Ja. Jetzt in Runde 3 kriegen wir es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller hin als vorhin. Ja. Dort findet ihr Arzneimittel. Kriegt er nicht auf die Reihe. Wo ist er denn jetzt hier? 404, 602 sehe ich nirgendwo. 404. 404. Aber wir brauchen 472 nicht. Nee. Genau, und dann 472, 551, nehmen wir einfach die 551, machen wir noch ein bisschen mehr dabei. Dann kommen wir wahrscheinlich, genau, dann sind wir ungefähr hier auf Kanalstraße wahrscheinlich. Oh. Ungefähr da, ja. Da, muss ja ungefähr sein. Oder, Volker? Haben wir es mittlerweile einigermaßen raus? Zurück. Hast du mal deinen Kompass? Die kannst du schon fast eigentlich einschätzen. Lass checken. Wo müssen wir wieder hin? Zum alten Punkt, oder? 32, 300, 700. Meier, ne doch, Meier. Das ist ein Geheimnis. Guck mal, da ungefähr der nächste Punkt. Ja, da genau. Patrick und ich kommen ungefähr auf selbe Ergebnis. Das heißt, es kommt auf jeden Fall noch rein. Am 16. Uhr die letzte Etappe. Könnte haarig werden, vielleicht kommt das Ding mit Eingleiten und sowas. Schließt euch der Crimson Republic an. Wir bieten Arzneimittel und Lebensmittel in Fülle für euch und eure Familien. Damit ihr euch als Crimson-Soldaten beweisen könnt, müsst ihr eine letzte Prüfung bestehen. Geht zu den angegebenen Koordinaten und schlagt euer Nachtlager auf. Aber auf dem Weg dahin müsst ihr unentdeckt bleiben. Wir werden dies prüfen.
Geil. Ja, eingleiten jetzt quasi. Also sind ein paar Leute dabei, die uns hier gucken. Tarn, täuschen und verpissen. Versuchen zu fotografieren oder so dabei. Henning hat sich nun abgetarnt. Oh, sei. Wie Hulk. Wie Hulk, ja. Ja, aber warum bist du so rund? Ich will auch Hulk sein. Wir malen dich auch gleich an, ja. Willst du auch Hulk sein? So kleine, coole Striche, so zwei. Ja. Ja, ich will auch Hulk sein. Dann hat Mama zu Hause Spaß. Du kriegst auch Hulk. Ja, ja. Ich hab wohl. Dein Hals auf jeden Fall noch. Mach deinen Hals hier. Ja. Du bist gleich dran. Hallo. Der ist auch getarnt. Nö. Es war der böse Onkel Henning und Patrick. Ihr wart gefragt, ob die Jungs gleich mit nach Hause kommt und das Kind in die Wanne steckt. Ja, Tom geht gleich von sich aus in die Badewanne, ne? Tom, gehst du gleich nachher waschen? So, Freunde. Geht's. Ja, dann machen wir jetzt einen Plan. Ich husch vor. Über die Kante. So ein bisschen drüber her, sag genau, über die Kante drüber her. Über den Wanderweg drüber her. Und geh ins Tal direkt rein. Ziemlich straight bleiben. Wir können einfach geradeaus latschen. Genau, zur Hexenhöhle. Einfach geradeaus. Dann machen wir so in diesem genau. Ja. Das nur eine Richtung. Sollen wir irgendwie Signale machen? Irgendwie auch Pfiff oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung. Oder jeder läuft und wir treffen uns. Alles klar.
Moin. Ich hab's gehört, ja. Das Szenario ist durch. Wir sind am Schlafplatz angekommen. Wir werden hier heute Nacht in der Höhle pennen. Einige Schmierfinken, alles vollgekritzelt. Ich sitze jetzt hier, die beiden Jungs sind nochmal zurück zum Auto, weil, naja, bei uns steht halt auch immer ein bisschen der Spaß im Vordergrund. Ne? Wir nehmen das alles nicht so ernst, haben ein bisschen Spaß an der Sache und dementsprechend steht auch in der Nähe des Schlafplatzes unser Fluchtfahrzeug. Gemütliches Feuer zum Abend als Abschluss. Genau. Ich nehme euch nochmal mit auf die Lagerplätze. Hier draußen liegt der Henning im Snackpack. Jetzt muss ich mich da mal herschlängeln. Hennings neuer Rucksack. Stellen wir euch in einem der nächsten Videos vor. Patrick Schlafsack, Schlafplatz. In meinem alten Waffel Bivy-Bag. Und ich liege ganz hinten in der Höhle drin. Auch im Snackpack. Und dann schauen wir mal, was die Nacht heute bringt. Wir sitzen jetzt erstmal noch gemütlich am Feuer. Trinken noch ein Bierchen. Prost, Freunde. Und dann geht's gleich ins Bett. Vielleicht holen wir euch später nochmal dazu. Ja, gleich ist gut. Heute mal gucken. Geht, glaube ich, ein bisschen länger. Ja, wir schauen mal. Es war eine ganz besondere Nacht. Wir sehen uns. Hau rein.